Ich bin Antananarivo, denn wir sind jetzt in ANCAB. Und was sie jetzt machen, das seht ihr jetzt auf unserem Video. ANCAB, was wörtlich übersetzt heißt wie viel Salz, was es hier wohl mal gab oder noch gibt, ist die Stadt, wo wir jetzt hier eine Woche lang sind. Nicht unbedingt nur zu Urlaubszwecken, sondern auch für unser Sprach- und Kulturtraining sind wir hier bei einer befreundeten madagassischen Familie untergebracht. Und Guten Morgen, Mädels! Guten Morgen, ich habe schön aufgegessen. Wari. Wari, das ist Reis. Und den gibt es zum Frühstück bei den Madagassen. Was ist der Vorteil? Er hält lange den Bauch voll und ich habe mittags nicht so schnell Hunger. Und hier essen sie alle Wari, außer unsere natürliche Baguette mit Schokocreme. Ja, viele Grüße hier aus ANCAB, wo wir eingeladen sind bei Mianzu, der Lehrerin von den Kindern, die hier ihre Kinder hat, drei Mädels und einen Jungen. Im gleichen Alter. Hier ist noch die Schwester von der Mianzu, die Mutter, also sozusagen die Oma, und der Mann, die hier kennst du, ne? Und hier, die essen alle keinen Reis in der Früh. So, und da genießen wir madagassische Gastfreundschaft in diesem Haus. Es ist nicht typisch madagassisch, wir sind hier sehr, sehr schön untergebracht, muss man sagen. Wir haben hier zwei eigene Zimmer, auf die wir uns aufteilen. Und die zählen doch zu den reicheren Madagassen, weil der Mianzu, ihr Vater, ist ein bekannter Prediger oder Starter von dem christlichen Movement gewesen hier in ANCAB und deswegen sehr, sehr bekannt. Und der hat Rinder, glaube ich, verkauft. Auch vorher Rinder. Und ist damit in Anführungszeichen reich geworden, also wohlhabend. Deswegen haben die hier ein eigenes Haus und es ist der schöne Garten mit vielen Pflanzen. In der Früh machen wir oft einen Ausflug zum Beispiel zum Kunsthandwerkermarkt. Genau, heute geht es zum Kunsthandwerkermarkt und wir machen uns gerade fertig. Das dauert natürlich mit 4 plus 4 Kindern, aber alle sind jetzt gleich bereit. Und der Jaro steigt ein, wir tauschen Kinder aus. Der Manui darf bei uns mitfahren und dafür geben wir die Filin her. Aber die wollen wir natürlich dann auch wieder zurückhaben, ne? Alle Mann einsteigen, es geht los! Hier gibt es für uns eine Vorstellung, wie aus den Zebus, aus den Hörnern von den Zebus, eben Schmuck und andere nützliche Gegenstände hergestellt werden. Da wird gerade das Feuer angeschürt und ich bin mal gespannt, was die draus machen. Also das wird wahrscheinlich geschmolzen und dann in Form gebracht. Und hinter mir ist noch ein Showroom, wo wir uns vielleicht das ein oder andere mitnehmen, gerade für unseren Haushalt, was nützlich sein könnte oder als schönes Andenken. Filin, hast du schon was entdeckt aus dem Showroom, was du gern kaufen wirst? Ja. Was denn? So ein Band, so ein... Armreif? Ja, das ist cool. Ah. Was ganz neu für mich war, ist, dass wenn das Zebu ein dunkles Fell hat, dann ist auch das Horn sehr, sehr dunkel. Und wenn das Zebu an sich gefleckt ist, dann hat das Horn zwei Farben. Und hier ein einfarbiges weißes Horn heißt, dass das Zebu selbst auch nur eine Farbe hat. Also zum Beispiel nur weiß ist oder nur braun ist. Also das hier ist das Horn vom Zebu. Und wenn man das 10 Minuten im kochenden Wasser einwirken lässt, dann kann man den Knochen, der innen ist, von dem Horn trennen. Salomin, tu mal den Knochen raus. Genau. Und dann hat man nur noch das Horn und es wird dann weiter bearbeitet. Uns wird jetzt gezeigt, wie man einen kleinen Teelöffel herstellt. In heißem Öl wird jetzt dieses Stück, was er vorhin abgeschnitten hat, gekocht. Der Füllig, ja? Hat dort sich getommen, ja? Aber lehm ja nasi, du bist flexibel. Jetzt ist das Material durch die Hitze so flexibel, dass man es in Form bringen kann. Der Führer hat sich nicht an Magazin,
Jetzt wird kaltes Wasser dazugegeben. Und so wird der Löffel in Form gegossen. Ich denke, dieser Vorgang wird noch öfter wiederholt, weil so ist er ja noch nicht fertig. Wer trägt denn so eine Jeans? Niemand mehr. Denn mit den Stücken, den Stoffstücken der Jeans, wird hier das Sebohorn weichgeschliffen. Das hier ist übrigens ein Motor von einer Waschmaschine, mit dem die Schleifmaschine hier betrieben wird. Hol mal was raus aus der Box. Mich beeindruckt diese gigantische Biene, die filigran gearbeitet wurde. Ich finde es schon Hammer aus. Wir sind angekommen. Wo sind wir denn heute, Nela? Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber hier ist ein Ehepaar, eine Schweizerin und ein Madagasse, und die machen seit langer Zeit Camparbeit oder so, eine Kinderclubarbeit. Und die hatten jetzt ein Camp und heute ist der letzte Tag und wir durften das mal besuchen. Und das sind sie auch schon alle. Ich glaube, wir gehen mal hin und sagen Hallo. Das hier ist die Dorit, die Leiterin des Camps. Und da haben wir den kleinen Aviel. Und der Aviel ist ein besonderes Kind, denn der Aviel wurde der Dorit und ihr Mann Schuster vor die Haustür gelegt, als er ein Baby war. Und die haben sich dann entschieden, den zu adoptieren. Und ja, es war auch nicht ganz einfach, ein langer Prozess. Was kann ihm Besseres passieren, wenn er vor die Tür von der Dorit und dem Schuster gelegt wird und hier großgezogen wird? Ja. So schleifen die Madagassen ihre Messer und ich muss sagen, die sind dabei sogar sehr erfolgreich. Wow! In Madagaskar gibt es ein Rätsel. Und zwar, was ist ein Weißer in einem Kartoffelsack? Eine Maniok. Eine Maniok ist nämlich innen drinnen weiß. Und außen schaut sie so aus. Eine Wurzel, die wir in Madagaskar sehr, sehr, sehr oft essen. Hier wird gerade frisch das Mittagessen zubereitet. Die Haushaltshilfe hat vom Markt einen Huhn mitgebracht. Und das werden wir dann als zwei Familien zusammen später zum Mittagessen haben. Oh,
Wir sind in unserem Urlaub hier eingeladen bei einer Familie, bei einer madagassischen Familie, mit denen wir uns in den letzten Monaten angefreundet haben. Und zwar bei der Mutter von dieser Familie. Also bei der Oma Nerin. Genau. Und die Oma Nerin, die führt uns heute zu einem speziellen Ort in der ganz, ganz ländlichen Gegend hier in der Nähe von Ansirabe. Und dort wohnt eine Familie, die ja 4 oder 5 Kinder hat und von ihren ärmlichen Verhältnissen eben so an der madagassischen Untergrenze ist. Und wir freuen uns, wir bringen sie nämlich mit dem Auto dorthin. Es ist ein sehr, sehr weiter Weg zu Fuß. Und sie ist schon etwas älter, es ist für sie sehr beschwerlich. Mhm. Und da sind wir gespannt, wie es dort ausschaut. Ja. There is a calling you've placed upon me. I felt it all my life. Step out with both feet. Walk on the water. Leave my past behind. I wanna follow, follow your heart in the face of the unknown. I wanna trust you, trust who you are. When I let go, I'm halfway home. Into the wild, it's time to dream like a child again. Into the wild. In diesem Haus wohnen 5 Personen. Und ich habe gerade erfahren, dass sie extra für uns sauber gemacht haben und neue Matten gekauft haben. Extra, damit wir uns wohlfühlen. Die auf dem Boden hier, die Matten. Da haben wir die Wasserversorgung vom Brunnen, die Kochstelle mit Varisiloka, also Reis mit ein bisschen Soße, und hier Feuerholz. Das ist die Küche hier insgesamt, der zweite Raum von dem ganzen Haus. Also mehr als diese 2 Räume gibt es nicht. Oh ja, die Salinara. Mich hat es irgendwie erschreckt und auch traurig gemacht zu sehen, wie arm die sind, wie wenig sie haben in ihrem Häuschen. 2 Zimmer, eins davon zum Schlafen, eins davon zum Kochen oder was auch immer man da noch machen kann. Ein bisschen Kochstelle draußen, kein Kinderzimmer, ganz wenig Möbel. Ich habe mich auf ein Bett gesetzt, das hat dann schon gekracht. Es hat sich so angefühlt, wie wenn Äste durchkrachen würden. Da bin ich schnell weg und habe mich dann auch auf die Matte am Boden gesetzt. Was mich vor allem erschreckt hat, keine Spielsachen für die Kinder. Da war gar nichts. Kein alter Ball, keine Holzfiguren, nichts. Ich hätte ihnen am liebsten irgendwas mitgebracht. Die Passion von der Nerin, sie hat übrigens vor ein paar Wochen ihren Mann verloren und lebt jetzt ganz allein in ihrem Haus. Und man muss sagen, sie ist ein bisschen wohlhabender. Also natürlich mit Abstand wohlhabender als diese ganz, ganz, ganz armen Familien. Mhm. Und sie hat auf dem Herzen jetzt, wo ihr Mann nicht da ist, trotzdem irgendwie noch eine Aufgabe zu haben. Und das sind Kinder hinter uns. Und sie hat auf dem Herzen eben 2 von diesen armen Kindern zu helfen und ihnen eine Ausbildungsmöglichkeit bei ihr zu bieten. Und genau, sie möchte ihnen ermöglichen, dass sie einfach tagsüber bei ihr wohnen können, 2 Familien. Das eine Mädchen, da können wir mal ein Bild einblenden, sie heißt Arika. Sie hat schon sicher einen Platz bekommen, sie kann sicher bei der Nerin dann tagsüber wohnen und lernen. Vor allem in die Schule gehen, denn da, wo die jetzt in die Schule geht, läuft die 1,5 Stunden hin, zum Mittagessen wieder 1,5 Stunden zurück und dann wieder 1,5 Stunden hin und 1,5 Stunden zurück, damit sie abends zu Hause ist. Das ist krass. Genau. Es geht viel um die Schulbildung, aber vor allem auch um die Prägung, die man sonst eigentlich daheim so mitbekommt, weil das fehlt bei den Madagassen ganz und gar. Also musst du dir einfach nur vorstellen, du hast dein ganzes Leben lang nie was zum Spielen gehabt, dann fehlen dir ganz viele Erfahrungen, die du als Kind eigentlich machen müsstest, ja, um auch später als Erwachsener auf die Erfahrungen zurückgreifen zu können. Genau, also dieses eine Mädchen, die Arika, die hat schon eine Stelle bekommen und die hat aber noch eine Cousine und die wünscht sich so sehr auch zu dieser Nerin zu kommen. Und das Problem ist ein bisschen, die Nerin, die bekommt auch gar kein Geld dafür. Und sie sagt, sie würde das sehr gerne machen, aber sie braucht dafür Unterstützer, die sie finanziell unterstützen und sucht halt hier in Madagaskar. Und ich habe dann zu Nerin gesagt, ich kann das mal vielleicht in einem unserer YouTube-Videos anklingen lassen. Also falls es da draußen irgendjemand gibt, der denkt, dass das eine gute Idee ist und eine gute Arbeit ist und der noch überlegt, was er mit seinem Geld Gutes tun könnte, der kann sich einfach an uns wenden. Jo. So I will follow, follow your heart.
Wir bereiten uns jetzt vor auf die Heimreise. Es hat uns ja sehr, sehr gut gefallen. In Ansirabe war mal was ganz anderes wie hier in Tana, in der Hauptstadt, wo wir normalerweise sind. Schön ruhig und ja, auch mal ein paar besondere Orte mit anzuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da. Wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Con le tue mille amore.